So, meine Freunde, und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Automechaniker Simulator 2014 mit mir, den Sachsen Let's Player. So, einmal bitte hier komplett anschrauben. Thank you. Und ich muss gerade mal gucken, ersetze die Radachsen. Ey, das war's ja schon. Ich habe mir das jetzt schwieriger vorgestellt. Okay. Das war eine falsche. Aber okay. Die Radachsen wären mir gar nicht aufgefallen. Mein Gott, warum kommen die jetzt nur solche Pipi-Aufgaben hier? Zum Ende, ich hatte ja gedacht, das wird dann irgendwie immer zeitintensiver, aber nö. Zum Ende denken sie sich, ach du hast jetzt hier, ja mei, 50 durchgespielt. Da musst du das nicht noch weitermachen. Okay, mich würde es mal interessieren, wenn wir die ganze Kohle noch auf den Kopf prassen könnte. Auftrag beendet. Und weiter geht's mit Auftrag 71, noch vier. Ja, noch ganze vier Aufträge. Durchsuche alle Teile der Aufhängung, ersetze und repariere alle abgenutzten Teile. Machen wir, dafür gehen wir aber dann einmal hier auf den Diagnoseprüfstand, denn das geht viel schneller. So. Wunderbar, bremst. Und, na? Alles auch wunderbar. Jetzt bin ich mal gespannt hier, was es durchrütteln so ergibt. Weil beim Rütteln müsste ja eigentlich alles festgestellt werden. Wenn nicht, müsste man halt draußen nochmal eine Testrunde fahren. Also, halt. So, zack. Oh, alles klar. Gut. Ist schon ziemlich kaputt. Muss man lassen. Oh, da machen wir kurz auf dem Ladenbildschirm. Kraftwerk beim Laden. Beim Laden. So. Sehr schön. Aber so Nobel-Obel hier, oder was? Okay, oh, okay. Doch ein bisschen heftiger wie gedacht. Das baue ich raus, indem ich das abbaue. Wenn wir gerade mal hier sind. Easy, sehr stark. So, lösen. Ich weiß gar nicht, kann man das von. Das kann man von unten lösen. Das muss man alles von unten lösen. Gut, da brauchen wir hier oben erstmal gar nicht mehr rumzufummeln. Wenn sich's eh alles hier unten abspielt. Und da es natürlich wieder auf beiden Seiten ist, müssen wir auch wieder beide Auspuffmotoren abschrauben. Und dann ein Gummi. Und wo ein Gummi ist, muss auch ein zweiter Gummi sein. Aber der zweite Gummi ist wenigstens noch ganz. Boah, wenigstens etwas. So, ich finde es aber schon mal schön, dass man das alles hier. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Man kann es mal reparieren. Das ist so schon mal so ein Vorteil, den hat man selten. So, Gelenkwelle links, Gelenkwelle rechts. Das kann weg, weil relativ. Die Kupplung hier kann weg. So, was brauchen wir? Wir brauchen die Aufhängungsfeder vorn und ein Gummi. Die Auffederung hinten.
Wir brauchen zweimal hinten. Zweimal hinten und immer Stoßdämpfer hinten und auf vorne. Also immer vorne, zweimal hinten und Scheißstoß. Gut, jetzt mal gucken, ob ich es mir gemerkt, merken kann. So, also einmal, nee, zweimal hinten. Einmal vorne. Und dann das nicht. Stoßdämpfer, BTDF, SSSS, wo ist Stoßdämpfer? Stoßdämpfer hinten. Stoßdämpfer von hinten. So, mal gucken, was ist korrekt. Ah ja, scheiße, den Gummi hab ich vergessen. Das Wichtigste. Scheiße. Schwanger! Quatsch, Luftabsaugung V5. Ja, Gummi. Dürfte, ja doch, dürfte eigentlich alles gepasst haben. Gucken wir uns mal an. So. Umschalten auf Anbauen. Gut, klappt schon mal wunderbar. Ach, trotzdem herrlich, wie schnell das Anschrauben geht. Und das Ganze dann einmal bitte noch hier vorne. Wie gesagt, schön, dass wir den ganzen Spaß schon mal etwas reparieren konnten. Da ist uns einiges an Geld erspart geblieben. So, dann einmal hier den. Ah, okay, ich brauche dann doch noch ein Gummi. Da brauche ich wohl dann doch noch einen. Ich dachte, es wäre bloß einer kaputt gewesen. Ja, so kann man sich täuschen. So, dann bitte hier den, genau, zweiten Gummi mit rein. Dankeschön. Einmal herunterfahren, die ganze Klitsche hier. So, dann hier vorne die Federung rein. Okay. Wunderbar, dürfte ja eigentlich alles abgeschlossen sein. Fast, es sind noch nicht alle Teile abgenutzt oder repariert worden, okay. Warte mal, check ich das gerade mal kurz durch. Alles gerade mal hier wieder verkaufen. Warte mal, mach mal eine Testfahrt, da finden wir es am besten raus. Jedenfalls das, was mir hier auf dem Prüfstand nicht angezeigt wird, muss ja noch an irgendwas liegen. Wollen wir ja gleich sehen. Vielleicht merke ich es auch schon am Fahrverhalten. Mal gucken. Also, dass die Karre schaukelt wie Bleifuß, ist alles in Ordnung. Und dann einmal über die Stoppeln hier drüber, so wenn jetzt nichts angezeigt wird, dann weiß ich es auch nicht mehr. Sehr schön, wunderbar. So, gucken wir mal. Ach ja, da vorne. Ohne Scheiß war das jetzt vor uns auch schon so. Falls ja, Entschuldigung, dass ich sie übersehen habe. Aber müsste ja in der Theorie eigentlich. Das hätte ich doch gesehen. Oh.
Ja, schlimm, die kann man da reparieren lassen, oder? Ne, natürlich nicht. Ach, wie hieß das Teil? Stoßdämpfer C vorne rechts. Stoßdämpfer C vorne rechts. Stoßdämpfer C vorne rechts. Stoßdämpfer C vorne rechts. Stoßdämpfer C vorne rechts, ja. Kostet ja irgendwie alles gar kein Geld mehr so richtig. So. Einbauen. Dran. Und dann einmal auch wieder hier das Radchen einmal dran, das Rädelein. So. Und halt, was sagst du jetzt? Jetzt sagt er alles in Ordnung. Ja, ich bin beeindruckt. So, dann mal kurz das verkaufen. Wollen wir dann gerade nochmal hier sind. Wir sowieso viel zu viel Geld haben. Na, sehr ehrlich, muss man ja auch mal sein. Lernbücher. Oh, schneller geht's leider nicht. Schade, 10% mein Einkommen. Geht leider auch nicht mehr. Mein Gott, schade. So, kaufen wir das halt noch. Auch alles. Und jetzt kann ich nur noch das hier unten ausbilden. Ach, Herr Jemine. Da geht ja gar nicht mehr, du. Und alles auf Stufe 10. Wir können nicht mehr lernen. Nein! Für was brauchen wir jetzt noch Geld? So, Kfz-Werkstatt-Simulator 2014. Überprüfe alle vier Räder und Bremsen. Überprüfe Getriebe und Kupplung. Überprüfe Motor und Auspuff. Kein Problem. Also, alles einmal durchlaufen lassen. Sollte jetzt nicht das Problem darstellen. So, haut schon mal hin. Bis auf den gelben Bereich, würde ich mal sagen. Das hinten sieht schon besser aus, würde ich sagen. Dann gucken wir mal, wie es mit der Federung so aussieht. Ja, das sieht da vorne recht ordentlich aus. Und hinten sagte das Ergebnis folgendes. Auch alles easy. Sehr schön. Na dann eine Testfahrt machen, denn nur bei der Testfahrt können wir ja dementsprechend das Getriebe, Motor, Auspuff und alles checken. Ja, für solche einfachen Arbeiten werden wir auch bestellt. Interessant, interessant. Die Leute haben einfach zu viel Geld, habe ich das Gefühl. Sie haben wirklich einfach zu viel Geld. So. Ja, ich würde mal sagen, zieht ordentlich, Meister. Ja, gut, diesen Wackelkontakt haben sie alle. Gucken, wie sich das hier in der Kurve macht. Voilà. Mal ein paar Kegel mitnehmen hier. Ganz ehrlich, wenn wir jetzt bloß diese Testdurchläufe hier durchmachen müssen. Top. Das ist einfache Arbeit. Dann einmal hier bitte bremsen. So, hab alles überprüft. Motor, Kupplung, schieß mich tot. Mehr Testgelände haben wir ja leider nicht. Können wir jetzt gehen? Haben wir fertig, Meister. Überprüfe alle vier Räder und bremsen. Habe ich getan. Und dabei ist mir aufgefallen, dass zwei von den Rädern wohl komplett beschädigt sind, Meister. Warum man nicht gleich sagt, er tauscht die Kacke aus. So, ich bin Amateure, mein Auto müssen mehrere Sachen überprüft und ersetzt werden. Hier ist die Liste. Ach so, top. Das hätte man eventuell auch mal ein bisschen besser definieren können, ne? Aber egal. Haben sie ja noch gelesen, du, ne? So, weg damit. Dankeschön. Wie sieht's hier hinten aus? Alles in Ordnung. Wunderbar. Sieht wirklich aus wie beim Amateur-Frendel. So, haut auch alles hin.
Eieieiei. Vorne gebremst, hinten gar nicht, oder was? Na gut, so, dachte ich kurz. Dankeschön. Aber meine Freunde, wir sind für diesen Part eh erstmal durch. Deswegen danke ich wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten wieder. Bis dann, haut rein. Ne, tschüsselü.